Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Tja, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ein Verbrechen hat mein Leben zerstört. Wart ihr schon einmal Opfer, indirekt oder direkt, eines Verbrechens? Und welche Folgen hat dieses Verbrechen für euer Leben gehabt? Wenn ihr mir darüber erzählen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun, heute Nacht, jetzt hier. Ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111, eine kostenfreie Telefonnummer. Und ihr könnt auch faxen, kostenfrei ebenfalls, unter 0800 5678 110. Der erste Anrufer heute Nacht zu unserem Thema ist der Dirk und Dirk ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ein Verbrechen hat mein Leben zerstört. Ist ja. Das bei dir so? Ja. Also kurz und bündig gesagt, also ein betrunkener belgischer LKW-Fahrer hat mein Leben zerstört vor 6 Jahren. Was ist genau passiert, Dirk? Ich war zu dem damaligen Zeitpunkt ein knappes Jahr verheiratet und seit knapp 6 Monaten stolzer Papa einer kleinen süßen Tochter. Mhm. Und wir haben uns dann halt kurz entschlossen ins Auto gesetzt und wollten halt Richtung Holland zur See. So für einen Tag mit der Kleinen, bisschen am Strand spazieren gehen, Kinderwagen. Wie alt genau war sie? 6 Monate. 6 Monate. Mhm. 6 Monate. Und wir sind dann halt auf die Autobahn Richtung Arnheim gefahren und es war ein ziemlich regnerischer Tag. Und nach einer knappen Stunde Fahrzeit sind wir dann halt in den Stau gekommen, Stauende, unübersichtliche Stelle hinter einer Kurve. Und ich habe eine knappe Minute vorher mich noch unglaublich aufgeregt über einen LKW-Fahrer, der halt ziemlich eigenartig gefahren ist, sagen wir es mal so. Und genau dieser belgische LKW-Fahrer ist dann halt mit schätzungsweise 80 Sachen ungebremst in mein Auto, in unser Auto reingefahren am Stauende. Was ist da dann geschehen? Der LKW hat uns halt unter einem vorstehenden LKW runtergeschoben, teilweise, und ist dann halt über die Beifahrerseite drüber gefahren, kann man sagen. Über die Beifahrerseite? Über die komplette Beifahrerseite. Und ich war relativ schwer verletzt. Meine Tochter war sehr schwer verletzt. Meine Frau war auch sehr schwer verletzt. Ja, und meine Tochter ist dann halt 2 Stunden nach dem Unfall verstorben. Mhm. Und meine Frau hat dann noch 14 Tage im Koma gelegen. Hat das Bewusstsein aber auch nicht wieder erlangt. Und ist dann auch gestorben? Ist dann auch gestorben, ja. Mhm. Vor 6 Jahren war das. Ja. Bist du gerade unterwegs? Das ist sehr laut. Bist du auf der Straße irgendwo? Ja, wir haben eine Bahnlinie in der Nähe. Ach so. Mhm. Hast du mit diesem Fahrer irgendwann nochmal Kontakt gehabt? Hast du ihn gesehen? Also ich habe Augenkontakt gehabt, als ich im Auto saß. Also ich war die gesamte Zeit bei Bewusstsein. Mhm. Und er stand halt irgendwie völlig aufgelöst und ich weiß nicht, desorientiert irgendwie in der Mittelleitplanke. Und ich habe ihn danach kurz nochmal gesehen, bei einem Vortermin zum Gericht in dem Sinne, wo er halt mit seinem Anwalt auf dem Flur stand. Und er hat sich aber dann, als es dann Richtung Prozess ging, knapp 3 Monate vor dem Prozessbeginn, hat er sich das Leben dann nochmal sicher hängt. Ist dann also auch selber mit der Situation wohl nicht klargekommen. Was hast du da empfunden, als du das gehört hast, dass dieser Mann, der verantwortlich ist für den Tod deines Kindes und deiner Frau, dass der sich erhängt hat? Hat man da so ein Gefühl der Genugtuung? Nee, schade. Also ich hab's als, ich hätte es lieber gesehen, wenn er halt dafür gebüßt hätte. Weil, na gut, wie man halt dafür büßen kann, ob man überhaupt dafür büßen kann, für so einen Fehler. Nur, das fand ich nicht gut. Das hat mich nicht gefreut, fand ich nicht befriedigend, sagen wir es mal so. Hast du eigentlich, ich meine, diese Situation, das denke ich so oft, wenn ich irgendwo am Stauende stehe, ja. Und weil man diese Geschichten ja immer und immer wieder hört, und das sind ja meistens Lastwagenfahrer, die auf einen drauf brettern, schaue ich immer ganz panisch in den Spiegel, wenn ich schon stehe. Was passiert hinter mir? Wer kommt hinter mir angefahren? Hast du ihn anrasen kommend gesehen?
Für den Bruchteil einer Sekunde habe ich seine Scheinwerfer im Rückspiegel gesehen, mhm. weil ich habe halt gesehen, es war nass, es war unübersichtlich, es war halt hinter einer Kurve und ich weiß nicht, ich habe auch irgendwo an ihn gedacht, weil er mir halt schon vorher aufgefallen war. Ich habe gedacht, so nach dem Motto, also hoffentlich kommt der jetzt nicht, ob der es noch schafft, so schnell wie er war. Es ist unglaublich, dass einem in dieser Unglückssekunde wahrscheinlich so viele Gedanken durch den Kopf sausen, ne? Nun sind, wie gesagt, 6 Jahre vergangen seit diesem ungeheuren Unglück. Wie geht es dir heute? Wie fühlst du dich und wie ist es, wenn du daran zurückdenkst? Ich habe also die ersten 1,5, 2 Jahre war halt schwarzes Loch. Also da weiß ich nicht, da war halt, jeder Tag war schwarz, sagen wir es mal so. Für mich hat die Sonne nicht mehr geschienen. Und ich habe dann eine Therapie gemacht und bin auch jetzt noch, habe also einen guten Bekannten, der Psychotherapeut ist und zu dem ich auch immer hinkommen kann, wenn es mir wirklich, wenn mal wieder einer dieser schwarzen Tage da ist. Es geht. Also ich habe mein Leben, sagen wir es mal so, zu 99% wieder im Griff. Mhm. Es ist ja immer, wenn man so etwas hört, vor allen Dingen, wenn man das hört, wenn ein solches Unglück gerade frisch geschehen ist, fragt man sich ja oft, das denke ich auch oft, wenn mir Leute hier das erzählen, die gerade frisch betroffen sind, mein Gott, dass die überhaupt noch leben können, wenn man ein solches Unglück zu verwinden hat, wie du, der dein Kind verloren hat und die Frau gleichzeitig auch noch. Ja, also ich wollte damals auch nicht mehr leben. Mhm. Sagen wir mal so. Also ich habe den Lebensmut damals verloren. Und gut, ich habe gute Freunde gehabt, die mir halt von den größten Blödsinn halt abgehalten haben. Wenn ich nicht gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr hier. Bist du heute fähig, nach 6 Jahren oder schon vielleicht seit einiger Zeit, ich weiß es nicht, frage dich, dich auf eine neue Beziehung einzulassen? Schwer, weil ich sag mir, es schwingt immer noch ein bisschen mit. Also ich würde das immer noch ein bisschen in die Beziehung mit reinbringen, weil wenn ich wieder, weiß ich nicht, blöd geträumt habe, schlecht geträumt habe und dann den Tag darauf bin ich eigentlich auch ungenießbar. Und weiß ich nicht, also ob ich das jetzt in eine neue Beziehung jetzt aktuell reinschleppen möchte, weiß ich nicht. Sag mal, ich möchte dich was sehr Indiskretes fragen. Das ist jetzt nicht reißerisch gemeint, sondern ich frage mich das sehr oft, wenn ich von Opfern höre, die so etwas erlebt haben. Du hast deine Frau und dein Kind verloren, unter diesen schlimmen, dramatischen Umständen. Und du sagst heute, dass du nach 6 Jahren noch gar nicht eigentlich in der Lage bist, dich auf eine neue Beziehung vielleicht einzulassen. Wie lange braucht man, bis man zum ersten Mal wieder Sexualität erleben kann, nach einem solchen Unglück? Wann hast du das erste Mal wieder mit einer Frau geschlafen? 3,5 Jahre, 3,5, 4 Jahre ungefähr. 3,5, 4 Jahre. Nach dem Unfall. Also ich habe allein 3 Monate im Krankenhaus gelegen. Und also in den ersten 1,5, 2 Jahren habe ich an alles andere gedacht, nur nicht daran. Da habe ich auch kein Bedürfnis gehabt, weil die Frau, die mir das hätte geben können, was ich gebraucht hätte, war halt nicht mehr da. Und von daher habe ich da überhaupt kein Interesse dran. Ja. Wie sieht das heute aus mit deiner Trauer? Beispielsweise gehst du sehr viel zum Friedhof, zu den Gräbern? Das ist ein bisschen problematisch, weil meine Frau Türkin war, also deutsch-türkische Abstammung. Und die Eltern mich inständig gebeten haben, da sie halt auch schon ihre Rückreise oder ihr Zurückkehren in die Türkei geplant und auch vollendet hatten in dem Sinne, ob es mir, also man wird mir das jederzeit ermöglichen, ob es mir was ausmachen würde, dass sowohl meine Frau wie auch meine kleine Tochter halt im Heimatort der Eltern beerdigt würden. Und weiß ich nicht, also ich war damals, ja, ich war betäubt, ich habe gesagt, ja gut, okay, und dann, nur damit sie mich also in dem Sinne damit in Ruhe lassen. Bereust du das heute, dass sie nicht hier sind? Ja, weil es halt nicht geht, dass ich mich mal eben, weiß ich nicht, wenn mir danach ist, wirklich ins Auto setze, sondern es ist immer so eine stressige Aktion und runterreisen. Das heißt, du warst schon einige Male am Grab? Ja, klar. In der Türkei? Ja. Die Sendung heißt ja nun, ein Unglück hat mein Leben zerstört. Aber in all dem, was du gerade erzählt hast, höre ich schon daraus insofern Hoffnung, dass du sagst, mein Leben ist nicht gänzlich zerstört. Ich werde es, wenn auch ganz anders, aber ich werde es wieder irgendwie in den Griff kriegen. Bist du da optimistisch? Ich will es mal so sagen. Also ich sehe das in dem Sinne, dass egal, wo meine Frau jetzt ist, egal, wo meine Tochter jetzt ist, ich denke ganz einfach, dass die ein Interesse daran haben,
dass es mir gut geht, mhm. dass ich mich auch irgendwann wieder, weiß ich nicht, ja, irgendwann wieder freuen kann, wirklich richtig aus vollem Herzen mhm. über irgendetwas freuen kann. Mhm. Und darf, davon lasse ich mich halt in dem Sinne leiten. Hast du eine Sehnsucht, vielleicht sogar eine große Sehnsucht, nochmal ein Kind zu bekommen, nochmal ein Kind zu haben? Weiß ich nicht, ob ich glaube, momentan hätte ich viel zu viel Angst, dass mir sowas nochmal passieren könnte, weil ich bin nicht sicher, ob ich das nochmal ja, durchstehen kann. Glaube ich nicht. Also ich hätte viel zu viel Angst, dass mit dem Kleinen oder der Kleinen irgendwas passieren würde. Und ich glaube, ich würde das Kind dann irgendwie erdrücken. Ja. Hast du denn seitdem wieder Auto fahren können? Fährst du selbst wieder Auto? Ich fahre selbst wieder Auto, nur ich fahre allerdings keine Autobahn mehr. Also weil es hat so viel Zeit vom Unfall bis zu dem Moment, wo ich mich wieder hinter Steuer setzen konnte, gesundheitlich konnte, vergangen. Und da bin ich halt doch ziemlich gehandicapt. Aber ich fahre dann halt viel Landstraße und Bundesstraße. Als der, bevor der LKW-Fahrer sich damals das Leben selbst genommen hat, warst du da in einer Gefühlsstimmung von ungeheurem Hass diesem Mann gegenüber? So sehr, dass du ihn vielleicht am liebsten selbst hättest umbringen wollen? Ich hab also nachdem ich halt aus dem Krankenhaus raus war, habe ich von mir aus selber das Gespräch gesucht, weil ich halt, ja, warum? Ne, diese Frage geistert mir heute noch durch den Kopf teilweise. Ich wollte einfach nur wissen, warum? Warum musste das sein und warum hat er diesen Fehler? Ja, weil er besoffen war, ne? Ja, er war besoffen, er war übermüdet und er hat paradoxerweise angegeben, er wollte halt zu seiner Frau und zu seinem Kind. Und es war halt Freitagnachmittag und er hat es halt alles gehabt. Und, also gar nicht mal so ein großer Hass, sondern einfach das Bedürfnis, das Warum beantwortet zu bekommen. Das Warum beantwortet zu bekommen und ich wollte, dass er mir wirklich einmal richtig in die Augen schaut. Und also das wollte ich schon. Ja. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute, Dirk. Von ganzem Herzen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Unser Thema heißt heute Nacht: Ein Verbrechen hat mein Leben zerstört. Wart ihr schon einmal Opfer eines Verbrechens, direkt oder vielleicht auch indirekt beteiligt? Und hatte dieses Verbrechen eine so große Auswirkung auf euch, auf eure Biografie, auf euer Leben, dass ihr sagt, es hat mein Leben zerstört, vielleicht nicht endgültig, aber zumindest für eine ganze Zeit, vielleicht aber auch für immer, bis ans Ende der Tage. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Der nächste Anrufer, die Anruferin, das ist die Theresa und die Theresa ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Theresa? Ja? Ja, hallo. Dir ist auch etwas Schlimmes widerfahren und passiert? Ja, also ich habe vor 2 Jahren meinen Vater und meinen 2 Brüder verloren. Also meine Schwester war mit einem Deutschen verheiratet und das ging ja auch gut ein Jahr, bis sie das erste Kind bekommen hat, den ersten Sohn. Und dann lief alles drunter drunter, der war eifersüchtig für und in der Familie. Also wer war eifersüchtig? Der Mann meiner Schwester, das war ein Deutscher. Also der wollte einfach, dass sie zu Hause bleibt und eingesperrt ist. So. Und sie wollte sich 2-mal von ihm trennen, hat ihm immer wieder eine Chance gegeben. Da kam immer weinend und so, bitte, ich liebe dich und das kann nicht passieren. Ich will dich nicht verlieren. So, ne? Immer wegen dem Kind 2. Chance gegeben. 3. Mal hat sie gesagt, ich kann nicht mehr, weil sie hat uns die Probleme auch nicht erzählt. Sie hat also selber damit gekämpft. Und wo mein Vater dann gehört hat, gesagt, hör mal zu. Du sollst von ihm weg, wenn du es nicht kannst, mit ihm mehr leben. Das geht nicht, ein Leben mit Hölle zu leben. Naja, und dann kam sie bei uns. Und der kam auch ab und zu. Also es war schon klar, dass sie sich trennen wollte. Der hat ihren Pass nicht gegeben. Und dann war sie beim Anwalt und meinte so, ich will mich scheiden. Also richtig die Scheidung eingereicht. Woher seid ihr oder war deine Schwester? Wir kommen aus Jugoslawien. Aus Jugoslawien, Ja. Naja, und dann kam er öfters, obwohl meine Schwester schon bei uns war und geredet mit uns. Und mein Vater meinte so, hör mal zu, mit Gewalt kann ich sie nicht zu dir schicken. Wenn sie bei dir kommen will, bitteschön, aber ich kann sie nicht zwingen. Immer wieder kam er und so, das war auch kein Problem. Wir haben uns unterhalten und wir dachten, das geht eben im Guten auseinander, wie es eben so geht gerichtlich. Aber dann ist etwas ganz Schlimmes passiert. Ja, es war am 23.08.1998, weil mein Bruder wohnte 2 Kilometer weit von uns,
von meinen Eltern nach Hause. Da rief er bei ihm im Handy an und sagte, hör mal zu, ich will heute kommen, heute müssen wir was festsetzen, was passieren wird. Daraufhin mein Bruder, schlechtes Gefühl, er war 23, verheiratet und 4 Kinder, rief uns zu Hause an und sagte, hört mal zu, er kommt vorbei, schickt den anderen Bruder, dass er mich abholt. Er holt ihn ab, die trafen sich unten an der Haustür. Und dann ging mein Vater noch runter, meinte, ich gehe mit runter. Also deine beiden Brüder und dein Vater sind nach unten gegangen? Ja, genau. Wo unten hin? Vor der Haustür. Wir wohnten im 4. Stockwerk und die waren vor der Haustür. Und deine Schwester war oben bei euch in der Wohnung? Ja, die war oben in der Wohnung. Warum sind diese beiden Brüder nach unten gegangen? Weil der Mann beabsichtigte zu kommen. Ja, der wollte kommen und mein Bruder war fertig, der hat gearbeitet. Was ist dann geschehen unten vor der Tür? Ja, ich ging am Fenster, konnte ich schon alles gut sehen. Da meinte er so zu meinem Arbeit, dabei hatte er die 3-jährige Tochter, der Mann von meiner Schwester. Seine Tochter, die 3 Jahre war, war dabei. Meinte so, hör mal zu, ob ihr wollt oder nicht, ich gehe jetzt mit Gewalt und hole die Tochter rein und mache den Bus und ihr könnt nichts machen. Mein Vater hat gesagt, vor mir, du kannst nicht meine Tochter mit Gewalt nehmen. Naja, daraufhin fing eine Schlägerei an. Meine Mutter war am Balkon von der Wohnung, also im Flur, von vom ganzen Haus, von meiner Balkons. Ich rief die Polizei, meinte ich so, hört mal zu bitte, das, weil wir haben auch vorher bei der Polizei gesagt, die haben gesagt, die können nichts machen, bevor was passiert. Was ist dann genau passiert, Theresa? Es ist ja was wohl sehr Schlimmes geschehen. Was ist geschehen? Der hat meinen Vater und meine 2 Brüder erschossen. Der jüngere Bruder ist danach eine Woche später im Krankenhaus gestorben. Und er hat deinen Bruder und den Vater unten im Treppenhaus auf der Straße? Auf der Straße erschossen. Die Leute, das war so ein Hoch, da waren alles Hochhäuser, die Leute standen am Balkons, die konnten nicht machen, die haben zugeschaut, wie ob es ein Film wäre. Wie alt waren jetzt deine beiden Brüder? Der eine, sagtest du, war 23. Und der andere? 21. Der 21-Jährige war verlobt und deine Verlobte war schwanger. Und das habt ihr dann von oben mitbekommen? Ihr habt die Schüsse oben gehört? Ja, ich habe das mitgesehen, ja. Bist du nach unten direkt gelaufen oder hast du erstmal runtergeschaut von oben? Ich habe das von Balkon geschaut, dann habe ich meine Mutter reingezählt. Nee, daraufhin habe ich geschrien, Klaus, bitte nicht. Nein, habe ich geschrien und ich dachte, dass mein Vater und dass die verletzt sind und weggelaufen sind. Dann habe ich meine Mutter ins Haus reingezerrt, habe sie mit der Schwägerin und die Schwester eingesperrt. Ich habe gesagt, ihr bleibt hier drinnen, hat da so ein Gasspray mit gehabt, ganz wenig. Ich habe gesagt, den behaltet ihr. Aber er ist dann nicht mehr hochgekommen zu euch? Doch. Er ist dann noch hochgekommen? Der ist hochgekommen, ja. Also wie gesagt, ich musste 3-mal anrufen, die Polizei, bis die kam. Hat dieser Mann deiner Schwester, hat er euch dann noch zu fassen bekommen? Ist er eingedrungen in die Wohnung? Der ist eingedrungen. Die Wohnung, die Haustür war eingesperrt. Der hat getreten und geschossen, bis er reinkam. Ist jemand von euch auch noch verletzt worden? Ja, meine Mutter hatte 6 Schüsse. 6 Schüsse auch noch? Ja, weil er wollte der Verlobte von meinem Bruder das Baby rausholen. Die hat sich immer vorgestellt. Und das heißt, ihr habt alle, in ungeheurer Todesangst, doch die Zeit verbracht in der Wohnung. Wann kam denn dann nun endlich die Polizei? Nein, die war unten, aber zu spät. Die Leichen lagen unten, bis es vorbei war. 2 Stunden lang lagen sie unten auf dem Boden verblutet. Mein jüngerer Bruder hat geschrien, bitte nehmt sie weg, da hilft mir. Der war noch bei Bewusstsein. Aber wie ist es denn oben in der Wohnung dann auseinandergegangen? Er kam rein, hat geschossen, deine Mutter hat 6 Schüsse abbekommen. Ja. Wann hörte das denn, das Grauen in der Wohnung auf und warum? Nach 2 Stunden, wo sich meine Mutter und die Schwägerin scheintot gestellt hatten. Und du, wo warst du? Ich war im Balkon. Ich dachte, ich finde vielleicht im Balkon irgendwas, womit wir uns wehren können. Wir wollten gerade Sterbe schmeißen und das waren viele Sachen. Hatte er dich denn gesehen auf dem Balkon? Nein, hat er nicht. Ach so, das ist natürlich dann. Also nach 2 Stunden war das erst alles vorbei. Ja, aber zwischendurch musste ich raus, habe ich gesagt, von dieser Wohnung. Ich muss was tun. Irgendwie bin ich rausgekommen, guck vom Balkon runter und sah die 3.
ich konnte nicht schreien, nicht weinen, nicht weglaufen, gar nichts. Ich war einfach erstarrt. In welchem Stockwerk war das denn? Vierten Stockwerk. Und du bist irgendwie über andere Balkons dann geflohen? Nee, ich bin ja raus von der Wohnung, bin im fünften Stockwerk. Ach so, und das hat er nicht gemerkt? Das hat er nicht gemerkt, dass du aus der Wohnung raus bist? Nein, davor ist die Frau von ihm, meine Schwester, vom vierten Stockwerk gesprungen. Weil er mein hat gesagt, Gott, ich das ist ja... sie langsam um. Sie ist aus dem vierten Stock, Moment, das ist ja so viel, sie ist aus dem vierten Stock gesprungen. Und was ist deiner Schwester passiert? Ja, die hatte Schrauben, die wäre beinahe gelähmt geblieben, Beckenbruch, was hatte sie noch? Korsett musste sie tragen, in der Kur war sie, also wir haben auch gedacht, also überleben wird sie bestimmt nicht. Sie hatte eine Gehirnerschütterung. Es ist eine unglaubliche Geschichte, Theresa, die du erzählst. Es ist ein, es kommt ja immer was Neues, Schlimmes dazu. Also deine Mutter hat 6 Schüsse abbekommen. Ist deine Mutter denn wieder gesund geworden? Was heißt gesund? Von der Hand ist sie behindert, sie wird nicht arbeiten können. Mhm. Sie hat Herzprobleme, sie kippt andauernd um. Mhm. Am Anfang konnten wir sie nicht alleine lassen, weil sie drohte, sich umzubringen. Mhm. Ist denn dann dieser Mann irgendwann überwältigt worden von der Polizei nach 2 Stunden? Nein, bis er von alleine rauskam. Bis er von alleine rauskam. Er hat sich dann gestellt, der Polizei? Nein, der wäre sogar entkommen, wenn ich nicht angerufen hätte. Aber die Polizei war doch unten vor Ort, ne? Die war unten. Und die haben sich nicht nach oben getraut, oder? Nein, weil wo ich bei den Nachbarn war, hatte ich die ganze Zeit telefonisch mit dem Polizei also Kontakt. Mhm. Die haben mich gefragt, wie die Wohnung. Ich habe gesagt, der weiß nicht, dass er da ist. Mhm. Wieso geht der nicht rein? Das ist so einfach. Mhm. Weil die Kleine, die Tochter von ihm, hatte das unterwegs, die Munition versteckt. Also du meinst im Klartext, dass die Polizei eindeutig versagt hat? Sie hat versagt, nicht nur die Polizei, das Krankenhaus auch. Das heißt, man hätte deine Brüder und deinen Vater vielleicht retten können, wenn sie frühzeitig auch ins Krankenhaus gekommen. Von da weggenommen. Ja. Ja, genau. Warum hat man sie denn da nicht weggenommen? Weil der Täter war doch oben in der Wohnung. Der Täter war oben, der wusste nicht, dass die Polizei da war. Und die haben gesagt, dass er von oben geschossen hat, dass was gar nicht wahr ist. Das stand in den Zeitungen, das aber gar nicht weiß. Also der wusste überhaupt nicht, dass jemand da ist. Also Nein. Die Frage ist, warum die Polizei nicht dafür gesorgt hat, wo der Täter doch oben in der Wohnung war, dass die Verletzten weggeschafft werden unten. Der hat gesagt, die haben gesagt, dass es zu gefährlich ist. Sie wollen das Leben des Geisel nicht gefährdigen. Mhm. Ich habe gesagt, wenn er da drin ist, wenn er so kaltblütig die unten geschossen hat, da wird er auch nicht... Also hier, jetzt haben wir diese unglaublich wahnsinnige Geschichte gehört. Jetzt frage ich dich, was ist aus diesem Mann geworden? Zu was ist er verurteilt worden? Ja, der hat 15 Jahre Psychiatrie bekommen. Mhm. Warst du bei der Gerichtsverhandlung? Ich war immer da, ja. Das waren 10, 11 Gerichtsverhandlungen. Und wir wollen mal festhalten, du bist jetzt erst 17. Du warst damals 15 Jahre alt. 14. Ja. Konntest du das denn überhaupt verkraften, den, der so viel Leid angerichtet hat? So viel unendlich? Nein, ich meine, konntest du überhaupt verkraften, dem in die Augen zu schauen bei der Gerichtsverhandlung? Also ich bin sowas in die Luft gegangen, weil wo die das gezählt haben im Gericht, wie das war, der konnte so automatisch weinen. Mhm. Und wo Entschluss gefallen ist, wie lange er da bleiben muss, da darf ja keiner reden, nur der Richter, meint er so 15 Jahre Psychiatrie, bin ich richtig ausgerastet. Ich bin in die Luft gegangen, ich habe ihn so beschimpft. Du hast den Richter beschimpft? Ich habe den Richter ins Gesicht gesagt, vor der Kamera. Ich habe gesagt, hey Richter, ich habe gesagt, stellen Sie sich mal vor, jemand tut Ihrer Familie sowas an. Wie würden Sie sich fühlen, habe ich gesagt. Mhm. Bitte, habe ich gesagt, handeln Sie, ob es in Ihrer Stelle wäre. Mhm. Also 15 Jahre ist eurer Auffassung nach viel zu wenig und ein Witz für dieses... Für Psychiatrie, da hat er doch ein schönes Leben. Mhm. Ich meine, hat er denn in der Verhandlung Reue gezeigt? Der hat, ja wie gesagt, wo die erzählt hatten... Fängt er an zu weinen. Hat er immer geweint. Mhm. Und wo er gekommen ist, 15 Jahre, hat er gelacht. Ich habe gesagt, Herr Richter, haben Sie geachtet, wo Sie erzählt haben, wie er geweint hat? Mhm. Schauen Sie mal jetzt, wie cool er da sitzt. Mhm. Ich bin so an die Gurgel gegangen, haben 2 Polizisten da weggenommen. Also
Wie ist denn, Theresa, jetzt die Stimmung in eurer Familie? Ich könnte mir vorstellen, dass das alles noch ungeheuer nachwirkt, da es ja erst 2 Jahre vorbei ist. Ja, also wir reden nicht darüber. Aber keiner hilft uns auch dabei, irgendwie so unterstützend psychologisch. Also keiner hat sich um uns gekümmert, einfach nur um ihn sozusagen. Mhm. Meinst du, dass du irgendwann ein normales Leben wirst führen können? Nein, keiner von uns. Mhm. Man muss bedenken, von einer Familie von 12 Personen sind noch 6 da. Mhm. 3 gestorben, 3 auseinandergegangen. Und deine Mutter ist krank, behindert. Deiner Schwester wird es sicher auch nicht so gut gehen, auch körperlich wie vorher, nein, nach dem Fenstersturz. Sie macht sich auch Vorwürfe, das war ihr Mann. Sie denkt so, das ist meinetwegen passiert. Mhm. Und das ist, was meine Mutter am meisten fertig macht, die Leute, weil die tratschen und reden und die sind Ich habe das gerade schon so herausgehört durch einige Bemerkungen von dir. Das ist in eurer Gegend, wo du wohnst, damals wahrscheinlich dann groß durch die Zeitungen und Presse auch gegangen. Wenn du sagst, Kameras waren da. Und in Ausland auch, also in Ausländern. Mhm. Liebe Theresa, ich zögere gerade. Ich weiß gar nicht, was ich ihr wünschen soll. Natürlich wünsche ich dir und deiner Familie das Allerbeste. Aber ich möchte auch nicht, dass es so lapidar klingt. Ich meine es wirklich sehr ernst. Ja. Du hast gerade gesagt, dass ihr gar keine psychologische Hilfe habt und keine Betreuung. Nein, gar vielleicht nicht. Kann ich dir in dem kleinen Rahmen, was wir hier zu bieten haben, zumindest das anbieten, dass du mit meinem Psychologen jetzt gleich nochmal sprichst, dass ihr jetzt erstmal noch etwas reden könnt und vielleicht kann er dir etwas Hilfestellung leisten, dass ihr, was euch ja nur wirklich zusteht und was sehr nötig ist, dass ihr einen Betreuer bekommt. Mhm. Ja, wollen wir das mal so machen? Ja. Also leg bitte auf und das heißt der Peter ist heute Nacht hier, der ruft dich gleich an. Okay. Von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Peter, und Peter ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Du hast auch zu dem Thema angerufen, ein Verbrechen hat mein Leben zerstört. Richtig, ganz genau. Was ist bei dir passiert, Peter? Und zwar geht es bei mir um den Cruising-Bereich. Um was? Um den Cruising-Bereich. Cruising, das muss ich mir erklären. Cruising, das heißt Treffpunkte für Homosexuelle. Genau. Du bist schwul. Ganz genau. Und Treffpunkte für Homosexuelle, das sind so Parkanlagen, vielleicht Raststätten oder sowas. Ne? Ganz genau. Kann man so sagen. Und da treffen sich Schwule und kommunizieren miteinander und suchen sexuelle Kontakte und praktizieren es dann auch da vor Ort in der Regel. Richtig, ganz genau. Ja, ja, und dann habe ich also Erfahrungen in 2 Städten gemacht. Mhm. Und zwar eine bei mir in der Nähe. Und das war eigentlich nicht ganz so gravierend. Da war ich mit meinem Freund gewesen. Und wir hatten Zug verpasst und hatten uns dann im Wald noch aufgehalten. Und dann kam also einer mit einer Pistole und schoss in den Baum hinein. Und wir konnten uns da also rechtzeitig aus dem Wald rausmogeln. Welche Uhrzeit war das genau? Oh, das war nach 12 abends. Mhm. Konnten also uns rechtzeitig rausmogeln und heutzutage, ich bin also öfter schon wieder in der Stadt gewesen, ist da inzwischen ein Zaun aufgestellt, ein Eisenzaun, dass da keiner mehr rein kann und so weiter. Die haben also da Maßnahmen ergriffen. Mhm. Und das andere ist hier in meiner eigenen Heimatstadt. Mhm. Da bin ich auch abends alleine unterwegs gewesen, gehe an diesen Cruising-Treff und dann haben wir 3 Leute waren da. Und ich bin dann so in dunklere Ecken, weil ich dachte, vielleicht kommt so einer mal hinterher. Mhm. Und dann kamen die alle 3 und haben mich also nacheinander da vergewaltigt. Mhm. Und das hat also jetzt so dermaßen Auswirkungen. Das ist also jetzt gut 2 Jahre her. Ich habe jetzt seit 1,5 Jahren einen Freund. Mhm. Und wir können also jetzt zum Beispiel auf dem sexuellen Gebiet kaum etwas miteinander machen. Weil ich habe einfach Angst vor den Schmerzen, die dann wieder kommen und was da so passiert. Vor 2 Jahren von 3 Männern in einem Wald, in einem Park, in einer Parkanlage, in einem Cruising Area, so nennt man das ja, vergewaltigt worden. Richtig. Wie,
wie lief das denn ab? Die haben das getan und haben dich dann liegen lassen oder haben die dich auch noch geschlagen oder auch bedroht, dich umzubringen? Nein, die haben also nur pur vergewaltigt und haben mich dann einfach da liegen lassen, sind einfach abgehauen. Mhm. Wie lange hat diese Tortur gedauert? Das war eine gute Dreiviertelstunde. Mhm. Hast du geschrien währenddessen? Ich habe geschrien und nur, es ist eben hier bei uns in der Stadt das Manko, das eben eine dunkle Ecke ist, mhm, und da also kaum Leute um diese Uhrzeit unterwegs sind. Und da waren auch keine anderen Schwulen, die dir zur Hilfe hätten kommen Nein. können? Das Nein. nicht. Nein. Was hast du dann gemacht? Du lagst dann da geschändet auf der Erde nach einer Dreiviertelstunde. Richtig, hab mich dann also nach Hause geschleppt und hab erstmal zu Hause festgestellt, dass die Hose also total nass war und so weiter, also vom Blut her. Mhm. Bin dann zum Arzt gegangen. Das heißt, du bist im Analbereich verletzt worden? Ja. Mhm. Ja. Bin dann am nächsten Tag zum Arzt gegangen, hatte da verschiedene Salben gekriegt und bin dann anschließend auch zum Psychologen gegangen, mhm, was mir persönlich leider nichts genutzt hat, obwohl, mhm, es ein guter Psychologe, mhm, ist. Aber mir hat es nichts gebracht in dem Sinne. Nun werden die dich mit Sicherheit nicht mit einem Kondom vergewaltigt haben? Nein, nein. Hast du da nicht wochenlang eine Todesangst auch gehabt, dass du eventuell infiziert gewesen sein könntest? Also die habe ich, wenn ich ehrlich bin, sogar bis heute noch. Mhm. Aber du hast dich dann testen lassen danach? Ja. Ich bin also jetzt halbjährlich zum Test gegangen, alleine schon aus meiner eigenen Vorsichtsmaßnahme her. Mhm. Hast du Anzeige erstattet? Ich habe Anzeige erstattet, aber leider konnte ich nur Anzeige erstatten gegen Unbekannte. Du kannst dich dann überhaupt gar nichts erinnern. Du würdest niemanden wiedererkennen, wenn dir jemand gegenübergestellt würde? Das schon. Aber so wie ich das also sehe hier in Soest, ich weiß nicht, ob sie nachts nochmal aufgetaucht sind, weil ich traue mich nachts nicht mehr raus. Mhm. Also jetzt in dem Bereich nicht mehr hinaus. Ich gehe also, wenn, dann tagsüber nur noch. Mhm. Und deswegen, also ich weiß nicht, wenn mir nochmal jemand jetzt nach den Jahren gegenübergestellt würde, ich wüsste auch nicht, ob ich noch erkennen, mhm, würde. Meinst du, dass du ein Zufallsopfer warst oder haben die es auf dich gezielt abgesehen? Auf mich gezielt denke ich eigentlich nicht, nur einfach gezielt auf jemanden in dieser Nacht. Mhm. Du hast gerade schon eine Andeutung gemacht, dass deine Sexualität verständlicherweise durch so etwas, das erzählen Frauen ja auch immer, die Opfer eines solchen Verbrechens geworden sind, sehr gestört und sehr irritiert, sehr gestört war. Wie lange hat es gedauert, bis du zum ersten Mal wieder einigermaßen normal eine sexuelle Erfahrung machen konntest, ein Erlebnis genießen konntest auch? Das kann ich an für sich bis heute noch. Bis heute nicht. Mhm. Das kann ich bis heute nicht. Und deswegen, da hat also auch mein Freund ein sehr schweres Brot mit mir, mhm, der es einfach so akzeptieren muss. Und wir haben also Sexualität eigentlich nur, man kann es auch schon sagen, oberhalb der Gürtellinie. Mhm. Ach so, das passiert gar nichts. Also es beschränkt, also die Störung, sage ich jetzt mal, beschränkt sich nicht ausschließlich auf den Analbereich, sondern generell hast du keine Lust. Ganz genau. Mhm. Also Lust schon, aber ich habe einfach eine Angst. Mhm. Eine Angst, überhaupt irgendwas zu tun. Mhm. Hast du denn Sexualität mit dir alleine? Funktioniert das? Das funktioniert, Das funktioniert, aber sobald jemand anderes, selbst wenn dein Freund dazukommt, das geht nicht. Ganz genau. Mhm. Dann muss ich dich aber schon fragen, Peter, dass du auch wenn du am Anfang eine schlechte Erfahrung oder keine befriedigende Erfahrung mit einem Psychologen gemacht hast, dass du da nicht eigeninitiativ neu jemanden gesucht hast, der dir da hilft, weil das wirst du alleine wahrscheinlich nicht in den Griff bekommen. Ja, das stimmt schon, aber irgendwo ist auch, wie sagt man, ist eine Vertrauenssache, mhm, weil aus dem Bereich heraus, das ist hier nun mal eine kleine Stadt. Mhm. Und da kennt fast jeder jeden. Ja, du kannst ja vielleicht im Umfeld deiner Stadt auch größere Städte, wo man auch über schwule Netzwerke vielleicht Psychologen herausbekommen kann, die sich genau damit beschäftigen. Mhm. Möchtest du vielleicht von uns noch einen Tipp haben? Wir sind auch mit solchen Dingen hier ausgestattet, mit solchen Adressen und Ansprechpartnern. Ja, gerne. Dann würde ich dir auch vorschlagen und dich bitten, jetzt gleich aufzulegen und du wirst dann von meinem Psychologen, dem Peter, zurückgerufen. Mhm. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke schön. Alles Gute und vielen Dank für das Vertrauen, dass du es erzählt hast, weil das, glaube ich, dass einem das ja gerade so etwas nicht leicht von den Lippen geht, das zu erzählen. Richtig. Und es war auch schön, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Ja, alles Gute, Peter. Euch auch, ne? Auf Wiederhören. Danke, tschüss. Tschüss. 100, ich sehe hier 134, also 1:34 und 34 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause.
135, 1.35 Uhr und 35 Sekunden auf die Sekunde. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, ein sehr ernstes Thema, haben auch sehr schlimme Geschichten gerade schon gehört. Ein Verbrechen hat mein Leben zerstört. Wenn ihr Opfer eines Verbrechens schon mal wart, direkt oder indirekt, und ihr darüber sprechen möchtet und mit mir darüber sprechen wollt, dann könnt ihr das gerne jetzt machen, indem ihr diese Nummer hier anruft, 0800 567 8111, das ist eine kostenfreie Telefonnummer. Oder ihr faxt uns unter 0800 567 8110. Ihr braucht natürlich nicht euren richtigen Namen zu sagen. Soweit das möglich ist, versuchen wir es anonym natürlich zu halten, aber die Stimme ist natürlich unter Umständen erkennbar. Michael, 37 Jahre alt, ist dran. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Michael. Hallo Domian. Was ist bei dir passiert? Bei mir ist Folgendes passiert. 1995 oder 1992 habe ich geheiratet, 1994 wurde ich geschieden und 1995 kam meine Frau zu Besuch, oder vielmehr meine Ex-Frau mit ihrem Freund. Mhm. Bei mir an der Wohnungstür, hat geklingelt mit ihm. Ich habe die Tür aufgemacht, geguckt, ja, sag ich, na, ja, ob sie reinkommen könnten. Ja, sag ich, sicher, sag ich, könnt ihr reinkommen. Ja, sind reingekommen, haben gefragt, ob ich ein Bier hätte oder so. Nö, so ein Bier habe ich nicht. Und so, ich kann euch höchstens einen Kaffee anbieten. Mhm. Ja, dann mach wohl einen Kaffee. Und Kaffee dann gemacht, auch dann über alte Zeiten so geschwätzt. Ja, und wir saßen da so, waren uns am Unterhalten. Und der neue Freund von meiner Ex-Frau, der ging auf die Toilette. Und vorher hatten sie mich noch zur Hochzeit eingeladen. Mhm. Und da sage ich, heiratet ruhig. Sag ich, aber lasst mich bitte jetzt in Ruhe, weil ich nur Stress mit denen schon vorher hatte. Mhm. Ohne Ende. Mhm. Der hat bei mir nachts angerufen, hat mich bedroht und so eine Scheiße alle. Und jedenfalls, der geht auf Toilette bei mir, kommt wieder, macht die Wohnzimmertür auf und schickt mir den Spruch, so jetzt war die kaputt. Und haut mir zweimal das Messer in die Niere, in der rechten. Habe ich so hinten an meine Niere gepackt und sag zu ihm, sag hör auf damit, sag ich, sei mach so einen Scheiß doch nicht. Ich mach die jetzt kaputt, ja, und hat auf mich draufgestochen. Da musste ich den an der Seite drücken. Ich habe meine Ex-Frau angeguckt, die saß da nur und guckte nur zu. Ich habe gedacht, mich trifft der Blitz. Das heißt, das war abgesprochen vorher? Nehme ich ganz stark an. Mhm. Der hat eine Knarre in der Tasche gehabt, eine 765er durchgeladen. Also er hat auf dich eingestochen? Ja, 11-mal. 11-mal hat er auf dich eingestochen? 11-mal, ja. Wann und wie und warum hat er von dir abgelassen wieder? Ja, warum? Weil ich aus meiner Wohnung rausgerannt bin. Mhm. Ich habe den an der Seite geschubbt, da habe ich Deckung gemacht, habe alle beide Arme über meinen Kopf gezogen, da hat er mir in die Hand gestochen und den Kopf wollte er mir stechen. Und dann stehe ich an meiner Wohnzimmertür, will die aufmachen, da steht der hinter mir und gibt Vollgas. Mhm. Da hat er zigmal in meinen Rücken gestochen, in den Hals gestochen, oben im Oberarm. Unglaublich. Es ist dir denn aber trotzdem gelungen, aus der Wohnung rauszukommen? Ja, ich bin rausgerannt. Hast du dann geschrien im Hausflur? Nee, oder? Gar nichts. Nee, ich bin so einfach rausgerannt. Und wohin? Ich bin die Treppe hoch und dann nebenan bei mir ist eine Pommesbude vom Ausländer. Mhm. Und dann bin ich da rein und die kannte ich gut und habe denen gesagt, sag ich, ruf mal eben schnell, sag die Polizei, sag ich. Die sahen ja, was mit dir los war. Du hast ja wahrscheinlich geblutet. Ja, oder? Ja klar. Mein T-Shirt, da ist kein weißer Fleck mehr drauf. Und da sage ich, die Edith, sag ich, die war da. Und der Typ, der guckte mich an und der kannte die ja auch. Weil wir genau gegenüber mal von so einem Autohaus gewohnt haben. Michael, wie schwer warst du denn verletzt? Ja, ich habe zwei Nierenstiche habe ich gekriegt. Ja, Schulterstiche, Halsstiche, 6 Zentimeter lang. An Zeigefinger wurde die Sehne durchtrennt. Ja. Und an der linken Hand wurde der Handgelenk verletzt. Also du hast eigentlich noch verdammtes Glück gehabt, ne? Bei diesen vielen Stichen hättest du mausetot sein können. Ja. Ich hätte ja. Dann ist vermutlich die Polizei und dein Krankenwagen gekommen. Ja. Waren die dann noch in deiner Wohnung oder haben die da haben die schon... Die sind abgehauen. Dann sind die schon mit dem Auto abgehauen Richtung Borgen. Ja. Sind die dann erwischt worden? Ja, die sind erwischt worden, noch auf der Straße, auf so eine Kreuzung haben sie angehauen. Ja. War er geständig, dieser Mann? Was heißt, ja, er sagt, also ich habe hier die Berichte liegen,
Er sagt immer, er wüsste von nichts mehr. Und er hat nichts drin gehabt. Der hat noch nicht mal ein Promille drin gehabt. Ach so, er tut jetzt so, als wäre er besoffen oder hätte einen Blackout oder so etwas bekommen. Und hätte schlechte Kindheit gehabt und ein schlechtes Elternhaus. Mhm. Und darauf ist er geritten. Und zu was ist er verurteilt worden? 3 Jahre, 6 Monate. 3 Jahre, 6 Monate. Ja. Und deine Ex-Frau, zu was ist die verurteilt worden? Zu gar nichts. Zu gar nichts? Nee, die hat den ganz schnell im Knast geheiratet. Aber hat man ihr denn nicht vorgeworfen, warum sind sie nicht dazwischen gegangen, warum haben sie nicht die Polizei benachrichtigt und so weiter? Gar nichts. Der Richter, der hat noch den Gerichtsmediziner gefragt, ob man das nicht auch noch mit einem kleinen Messer machen könnte. Wie mit dem kleinen Messer machen? Ja, der hat ein Butterfly-Messer oder sowas, jedenfalls irgendwas Blitzendes gehabt. Auf alle Fälle haben sie die Tatwaffe haben sie nie gefunden. Ach so. Ist nie gefunden worden, außer die Pistole. Das heißt, du fühlst dich von der Justiz äußerst schlecht behandelt. Oh, verarscht, weiß. Auf Deutsch gesagt. Ja, verarscht. Ja. Das ist vor 2 Jahren passiert. Nee, vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren, das heißt, der ist wieder draußen aus dem Knast? Der ist wieder draußen, die fahren heute an mir vorbei und lachen mir aus. Hast du heute noch Angst vor denen? Angst, aber ich lebe immer noch in derselben Wohnung. Ich mache die Tür nicht auf, ich lasse auch die Klingel aus. Ich lebe ab und zu mal hier oder schlafe ab und zu mal beim guten Bekannten, weil ich das da drinnen nicht aushalte. Bist du denn, Michael, wieder richtig gesund oder hast du heute noch Spätfolgen von diesem Übergriff? Ja, weil da spielen ja... Schmerzen? Psychisch. Ja, das ist mir völlig klar, psychisch. Ich meine so vom Körper her. Ist der Körper wieder in Ordnung? Ja, geht so. Ne? Also die Narben, die tun auf alle Fälle weh, wenn Wetterwechsel ist und so, ne? Also das tut auf alle Fälle weh. Psychisch bist du natürlich enorm verletzt worden. Und du hast ja auch ungeheure Todesangst gehabt während dieser Zeit, ne? Ja. Während dieser Minuten, solange das auch gedauert haben mag. Sag mal, du hast doch bestimmt auch unendlich viel jetzt in den Jahren darüber nachgedacht, warum hat der das getan? Ja. Warum hat er das getan? Keine Ahnung. Dazu hat er natürlich im Gericht auch gar nichts gesagt. Weil ich bin auch nur 2 Mal hingegangen, weil ich nicht in der Lage dazu war, da überhaupt hinzugehen. Und du hast danach auch noch nie wieder mit deiner Ex-Frau gesprochen? Nee, seitdem nie mehr. Was ist denn das für eine Frau? Die hat das gesehen, die war Zeugin davon und die heiratet den noch? Tja. Die Schlampe, sagt da jemand im Hintergrund. Ja, mein Kollege sagt Schlampe. Ja, der Ex-Freund von ihr, der hat sich damals auch in eine Kneipe erschossen. Du warst ja nur auch ein paar Jahre mit ihr zusammen. Ja, 2. Da lernt man doch eigentlich einen Menschen kennen. Ist die so drauf, dass die da... Ist die so? Ich wäre da nie drauf gekommen, dass die sowas bringt. Dafür weiß ich nicht. Also sowas... Ich weiß ich nicht. Ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Jetzt hat der nur so wenig Strafe bekommen, 3,5 Jahre. Hast du wenigstens Schmerzensgeld bekommen? Ja, was nutzt mir, wenn ich 20.000 Mark zugesprochen kriege und renne heute dem Geld hinterher und das heißt, er arbeitet nichts. Das heißt, und die fahren mit dem Auto durch die Gegend und sowas alles. Wie viel hast du von dem Geld schon gesehen? Von dem Geld? 32,50 Mark. 32,50 Mark von 20.000 Mark. Ja. Und die fahren mit dem Auto an dir vorbei? Ja, ja. Die lachen mir aus. Das ist es, ja. Also, weiß ich nicht, da bin ich heute noch nicht mit fertig. Und da werde ich auch nie mit fertig werden. Hast du einen Beruf? Arbeitest du? Nee, ich arbeite zurzeit nicht, ich bin arbeitslos. Hat das damit auch zu tun? Nee, das hat damit nichts zu tun. Ich habe Arthrose in den Schultergelenke und deswegen... Aber das heißt wahrscheinlich jetzt durch diesen Überfall kannst du es dir ganz abschminken. Nein, das glaube ich wohl kaum. Ne? Also das glaube ich nicht. Hoffen wir das nicht. Nee, das glaube ich nicht. Du hast auch nie mit einem Psychologen mal geredet? Ich war beim Psychologe gewesen, beim Privatpsychologen, der wohl 150 Mark haben. Ja. Ist natürlich Quatsch, kannst du nicht bezahlen. Nee, woher? Ja. Weißen Ring habe ich angerufen, die haben mir nur den Spruch gebracht, ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Ja, sei alles klar, sei mir aufgeregt. Im Krankenhaus, also ich bin ganz ehrlich, ich wäre lieber auf dem Teppich verblutet. Wenn die 10 Minuten später gekommen wären, wäre ich weg gewesen. Da hätte ich wenigstens meine Ruhe heute. Bin ich ganz ehrlich. Also du klingst so richtig, als würdest du dich von allen und von jeglichem nach Strich und Faden verarscht. Ja. Ne, dass man dich verarscht hat. Ja, sicher, klar. Was wäre denn jetzt, wenn ich den erwische und ich schlage ihn tot? Was ist denn dann? Was kriege ich denn dann? 10 Jahre? Weil ich ihn angepackt habe? Weil ich ihn kaputt klopfe? Hast du denn heute Wut noch auf den und Hass? Überkommen dich manchmal solche Gefühle, dass du dich ertappst? Ich würde da ganz gerne mal auflauern auf den und... Ja, ja, sehr gerne sogar. Am liebsten, also im Moment würde ich jetzt sogar noch dahin fahren.
Aber ich mache es nicht. Nee, Michael, mach es nicht. Nein. Was bringt es? Aber der Tag, der kommt, Domian, der Tag, der kommt. Der Tag der Abrechnung kommt. Da geht kein Weg dran vorbei. Ja, aber was bringt es denn? Was ja, bringt aber es dann, denn? Ja, dann habe ich aber, dann habe ich meine innerliche Ruhe, aber. Und die hat und du, nicht. Und du sitzt Zeit deines Lebens vielleicht dann im Knast. Ja, was soll ich denn machen? Aber ich habe da meine innerliche Ruhe, die will ich wieder haben. Ja. Und die habe ich nicht. Und ich habe auch kein Vertrauen mehr zu einer Frau oder so. Ich weiß nicht. Weißt du, Michael, ich kann das nur zu gut nachvollziehen, wenn man sich persönlich in dich hineinversetzt. Wird jeder, glaube ich, der jetzt zuhört, denken, ja, wenn ich mich in den Michael hineinversetze, würde ich auch so empfinden. Aber wenn du jetzt zu so einer Tat schreitest, machst du dein Leben vollends kaputt, absolut kaputt. Du bist ja nur auch erst 37 Jahre alt. Du hast jetzt was ganz Schlimmes erlebt. Was ganz Schlimmes erlebt. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Aber es besteht ja immer noch eine Chance. Es gibt ja immer nach den allerschlimmsten Tiefs, die man so durchlebt, nochmal nach oben zu kommen. Wenn du jetzt was anstellst, kannst du dein Leben ins Klo runterspülen. Dann war es das. Domian, das weiß ich, das ist mir klar. Das ist mir völlig klar. Wovor ich nur Angst habe, wenn jetzt nur mal angenommen, meine Mama stirbt, dann ist ja, dann wird der Zeitpunkt gekommen sein, wo ich, dann würde ich komplett durchdrehen. Dann würde ich, also da bin ich hundertprozentig ehrlich, dann drehe ich wirklich durch. Und dann ist mir das auch Wurst. Ist die Mama krank oder? Nee, das aber ist alles in Ordnung. Das kann ja passieren, ne? Die ist auch, wird auch 71, ne? Aber das kann ja dann auch mal passieren, ne? Weißt du, ich sag immer, bei solchen Geschichten, wenn Leute sagen, ich will selbst jetzt was unternehmen, ich sag, was ich dir gerade gesagt habe, dass du dein Leben unglücklich damit machst. Und ich sag jetzt mal so ganz grundsätzlich, eigentlich sollen wir froh sein, dass wir in einem Staat leben, wo keine Selbstjustiz stattfindet. Dann hätten wir hier die Hölle, im Horror würden wir leben. Domian. Ja, ich weiß, was du sagst. Ich weiß jetzt, was du sagst. Aber versteh mich mal, überleg mal, die stechen sie ab oder den Richter, seinen Sohn hätten sie abgestochen. Was meinst du, was der gekriegt hätte? Der hätte keine 3 Jahre, 6 Monate gekriegt auf schwere Körperverletzung. Der hat doch nicht mal einen wegen Totschlag gekriegt. Michael, ich stimme dir zu. Da könnte ich ja wahnsinnig werden, wenn ich hier immer sitze und solche Geschichten höre. Wo leben wir? Warum werden die Gesetze nicht strenger gehandhabt? Warum nicht? Wir brauchen ja gar keine neuen Gesetze. Die müssen ja nur ausgeschöpft werden. Ja. Warum nicht? Ich höre seit 5 Jahren hier Opfergeschichten. Du bist ja nun auch ein Opfer. Ja. Und es passiert so wenig. Tja, das verstehe ich auch nicht. Und für die Opfer wird gar nichts gemacht. Nichts. Uns wird überhaupt nie geholfen. Ich hätte zum Beispiel auch erwartet, dass sich die Justiz, die Polizei, wer auch immer, sich um dich kümmert und es einfädelt, dass du einen Psychologen kriegst, der dich nichts kostet. Hat aber keine gemacht, ne? Nein, das ist alles uninteressant. Da interessiert keine Sau. Ich bin aus dem Krankenhaus abgehauen, dann musste ich direkt zur Polizei, da haben die erstmal die Namen fotografiert und dann konnte ich nach Hause. Und dann habe ich noch ein Hämatom im Rücken gekriegt, da musste ich wieder rein, weil genau an den Nieren eine Haut geplatzt ist, da habe ich 1,5 Liter Blut im Rücken gehabt, da musste ich wieder rein. Und ich finde auch ein Unding, dass du deine 20.000 Mark noch nicht bekommen hast. Tja, von wem denn? Ich sage jetzt mal so einfach, als völliger juristischer Laie, vom gesunden Menschenverstand aus, müsste der Staat dir diese 20.000 Mark geben und der Staat müsste das eintreiben bei dem Verbrecher. Ja. So muss er sein. Das machen sie aber nicht, weil bei dem nichts zu holen ist. Ja. Das ist halt ein Problem. So, Michael, ich kann dir hier keine großen Versprechungen machen. Nee, das weißt du, ne? Aber ich möchte trotzdem, dass du mit meinem Psychologen gleich mal redest. Vielleicht könnt ihr beide ja doch noch mal irgendwie was gemeinsam überlegen, dass du... Es gibt ja Möglichkeiten, auch für Leute, die keine Kohle haben, einen ordentlichen Psychologen zu finden. Dass der Peter, der heute Nacht hier ist, dir vielleicht dabei ein paar Tipps geben kann. Ja, das wäre nicht schlecht. Mehr kann ich nicht machen. Ja, ist mir schon klar, Domian. Aber danke erstmal für dein Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Keine Dummheit, Michael. Nein. Leg auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ja, alles klar, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich den Marc. Und der ist 58 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Marc. Ja, also erst möchte ich Michael sagen, ich wünsche ihm, dass er nicht irgendwie zur Selbstjustiz greift. Ja. Ich habe da einiges mitgemacht und... Du hast das gemacht? Ja, ich habe damals meine Schwägerin umgebracht. Wie lange ist das her? Ja, ungefähr 24 Jahre. 24 Jahre. Hast du deine Schwägerin umgebracht? Ja. Warum? Ja, ich bin damals verführt worden von ihr.
Und ich wollte mehr und sie wollte nicht mehr und ich bin dann irgendwie ausgerastet und habe sie dann erwürgt. Da war sie schon mit deinem Bruder zusammen? Ja. Und sie hat dich verführt? Ja. Und hat dich dann wieder fallen lassen? Ja, so ist es. Dann bist du ausgerastet und hast sie erwürgt? Ich habe sie erwürgt, ja. Und deswegen... Wo hast du das gemacht? Bei ihr zu Hause? Ja. Und dann hast du sie da liegen lassen? Ja. Wie lange lag sie dann da, bis man sie gefunden hat? Ich kann es nicht genau sagen. Ich bin auf jeden Fall weggelaufen und habe mich auf einem Friedhof versteckt. Ich wusste ganz genau, was ich getan habe und habe im Prinzip nur darauf gewartet, dass ich gefasst werde. Und wann hat man dich dann gefasst? Wie lange hat das gedauert nach der Tat? Also in Stunden kann ich das nicht genau sagen, aber... Aber es ging recht schnell. Nein, es hat schon ein paar Stunden gedauert. Naja gut, ein paar Stunden, also nicht ein paar Wochen oder so. Dass die... Nein, in derselben Nacht noch, ja. Also der Polizei war klar, dass du das warst und das deutete darauf hin? Ja, alles deutet darauf hin. Mhm. Gab es denn noch Zeugen dafür? Nein, Zeugen gab es nicht, aber Vermutungen schon, ja. Mhm. Da saßt du auf dem Friedhof? Ja. Hast dich versteckt und wusstest, ich habe was ganz Schlimmes gemacht? Ja, ich wusste ganz genau, was ich getan hatte. Mhm. Und ich wusste auch, du wirst jetzt gefasst und so war es dann auch, ja. In dem Moment, als du vor dieser Frau standst, hast du sie im Stehen erwürgt? Nein. Sie lag im Bett und dann habe ich sie erwürgt. Kannst du dich an diesen... Wahrscheinlich hast du 100.000 Mal in den letzten Jahrzehnten darüber nachgedacht. Ja. Was ist in diesen Sekunden in dir vorgegangen, als du das getan hast? Warst du da richtig bei Sinnen? Nein, ich glaube eigentlich nicht. Ich habe oft darüber nachgedacht und ich bereue das auch. Und das war irgendwie wie ein Blackout. Das ist einfach passiert. Zu was bist du verurteilt worden? Ich bin zu 17 Jahren im Gefängnis verurteilt worden. Warst du so lange im Gefängnis? Ja. Fandst du diese Strafe angemessen? Eigentlich schon, ja. Mhm. Das Ganze? Das war eine sehr lange und sehr harte Zeit, aber die Strafe, so wie ich es heute sehe, ist wahrscheinlich noch viel zu wenig. Mhm. Du bist jetzt, wenn ich ganz schnell mal hin und her rechne, 7 Jahre wieder draußen, ne, ungefähr? Ja, so ungefähr, ja. Wie hat dein Leben danach dann ausgesehen, als du aus dem Knast rauskamst? Das war ein einziges Chaos. Ich habe im Gefängnis auch gelernt und habe dann immer wieder gehofft, dass ich schon danach Arbeit finde, aber es ist einfach unmöglich. Das heißt, du bist seit deiner Entlassung arbeitslos? Ja. Wie lebst du? Hast du eine Frau? Hast du Freunde? Ja, ich hab eine neue Frau und ich lebe von Sozialhilfe und... Weiß deine Frau von deiner Vergangenheit? Ja. Ist dir es sehr schwer gefallen, ihr das zu erzählen? Ja, unheimlich schwer. Mhm. Wo hast du sie eigentlich kennengelernt? Ja, das ist nach relativ kurzer Zeit in einer Kneipe. Du klingst jetzt, das ist 24 Jahre her, wie ein gebrochener Mann. Das bin ich auch, ja. Heute noch. Mhm. Das ist eine Tat, die, wenn so eine Tat auf einer Seele lastet, die kann man einfach, das kann man nicht mehr wegmachen, das ist immer da. Also die schlimmste Strafe für dich ist gar nicht die Gefängnisstrafe gewesen, sondern das dein Gewissen. Die seelische Last. Die seelische Last, mhm. Das wird auch nie mehr vorbeigehen. Wie hat deine Familie sich denn dir gegenüber verhalten, nachdem das passiert ist damals? Ja, also die Zeit, wo ich im Gefängnis war, hat sich die Familie völlig distanziert. Mhm. Die konnte das auch nicht begreifen und das ist auch nicht zu erklären irgendwie. Aber nachdem dass ich die Strafe abgesessen habe, jetzt mittlerweile geht die Familie schon wieder auf mich zu. Aber erst nachdem du aus dem Gefängnis rausgekommen bist. Ja.
Das heißt, im Gefängnis hatte ich niemand besucht und es gab auch keine Briefe von zu Hause, von der Familie. Genau. Leben deine Eltern noch? Ja, die leben noch. Die leben noch. Mhm. Das war die Schwägerin. Hat der Bruder dich auch jetzt mal besucht und sich mit dir unterhalten? Nein, mein Bruder noch nicht. Mhm. Das wird wahrscheinlich auch nie mehr zustande kommen. Mhm. Die waren damals auch schon verheiratet. Ja. Gab es Kinder aus dieser Ehe? Nein, zu der Zeit noch nicht. Mhm. Hast du denn vor deiner Tat, vor dieser Tat, auch dazu geneigt, unter Umständen sehr gewalttätig zu sein? Oder hast du dich da auch ganz neu und fremd erfahren? Also ich habe mich nach der Tat eigentlich schon ganz neu erfahren. Mhm. Davor gab es keine Anzeichen dafür, dass ich jemals sowas tun könnte. Das ist einfach, ich kann es nicht beschreiben, es ist einfach passiert. Ich habe auch heute keine Erklärung dafür. Dieses Warum plagt dich wahrscheinlich auch seit 24 Jahren. Warum bin ich da so durchgedreht? Warum? Genau. Es war ja eigentlich nur für letzte Eitelkeit, ne? Mehr war es ja nicht. Das war schon für letzte Eitelkeit, ja. Ich bin eigentlich mehr oder weniger von dieser Frau damals verführt worden und dann im Moment, wo es dazu kommen sollte, dann lief nichts mehr. Und hattest du dir denn eigentlich Hoffnung gemacht, dass sie wirklich ihren Mann, sprich deinen Bruder, verlässt, um mit dir dann zusammen zu sein? Nein, das nicht. Ich wollte einfach nur die eine Nacht mit ihr. Du sagst verführt. Wie oft habt ihr denn damals miteinander geschlafen gehabt? Ja, es ist ein, zweimal schon dazu gekommen. Und dann wolltest du nochmal und dann hat sie gesagt, nein. Genau. Hat sie das auch dann so endgültig gesagt, ich möchte jetzt auch überhaupt dieses nicht mehr mit dir machen? Ja. Mhm. Du warst doch verliebt in die Frau. Ja. Warst du auch noch verliebt in sie, als sie tot war? Ja. Wie lange hast du diese Frau noch geliebt? Noch lange Zeit danach. Heute auch noch? Nein, ich denke nicht, aber ich denke schon noch daran, aber man kann das nicht die heutige Zeit mit der damaligen Zeit verbinden. Das ist unheimlich schwer. Warst du nach deiner Entlassung mal an ihrem Grab? Ja. Hast du geweint? Ja. Das ist eine Sache, die kann man einfach nicht mehr gut machen. Und deswegen möchte ich auch sagen, auch dem Michael, der eben vorher mir geredet hat, wenn man sowas getan hat, dann ist es einfach endgültig. Und das plagt einen sein Leben lang. Welche Hoffnung hast du jetzt noch für den Rest deines Lebens? Ich habe eigentlich überhaupt keine Hoffnung. Mein Leben ist völlig zerstört. Gibt dir denn die neue Beziehung etwas Hilfe? Ja, die gibt mir so viel, dass ich den Rest meines Lebens noch irgendwie bestreiten kann, aber... Hast du im Knast auch an Selbstmord gedacht? Ja, tue ich auch heute noch. Diese Sendung geht jetzt zu Ende, Marc. Ich habe allen heute, ich glaube jedem, angeboten, noch mit meinem Psychologen zu sprechen. Möchtest du das auch gerne? Ja, gerne. Dann machen wir das auch. Du legst auf und du wirst im Laufe der nächsten halben Stunde, würde ich mal sagen, von meinem Psychologen zurückgerufen, okay? Okay. Danke für deinen Anruf und alles Gute. Danke dir, Domian. Auf Wiederhören. Ciao. Das war's für heute. Unser Thema, ein Verbrechen hat mein Leben zerstört. In der Technik war Hans-Jürgen Wilde. Morgen sind wir mit einer offenen Telefon-Talkshow wieder hier, im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen um 1 Uhr. Ihr könnt dann anrufen zu jedem Thema. Gute Nacht.